Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute geht es um ein Thema, was wohl sehr viele Leute beschäftigt, die Fußball spielen. Die einen finden es gut, die anderen haben immer viel zu meckern und es geht um die meist kritisierteste Person auf dem Feld und zwar um den Schiedsrichter. Hier ist die Pfeife, mit der entscheidet er bzw. zeigt er den Leuten an, welche Richtung es geht, ob es ein Foul war, whatever, ihr wisst die ganzen Entscheidungen. Ich selbst bin auch Schiedsrichter, habe jetzt aber keine Szenen von mir reingemacht, sondern ich habe einen Schiedsrichter, der heißt Thomas, er stellt sich auch gleich nochmal direkt weiter vor, einen Tag lang begleitet. Es geht da um sehr, sehr viel und das ist meistens nicht nur das, was auf dem Platz passiert. Und ja, nochmal eine kleine Information, so zu meinem Kanal. Ihr seht ihn nicht, doch hier unten ganz leicht. Mein Computer, da, wenn ihr wollt, hier oder da oben, ich weiß es nicht, keine Ahnung, irgendwo in die Infocard rein. Die Entscheidung wollte in einem Video zu meinem neuen PC. Haben wir sehr viel Arbeit reingesteckt, Benny und ich. Das war ja nicht so viele Videos entstanden, weil wir durchhasseln mussten. Aber ja, wie gesagt, gerne ein Video dazu. Ich wünsche euch einen guten Einblick in diesen Job. Und vielleicht versteht ihr danach ein bisschen mehr, warum manche Schiedsrichter so entscheiden, warum der eine so ist und der andere so. Aber ich will nicht mehr lang labern, denn das Video geht schon lang genug. Und ich würde sagen, viel Spaß. Ja, ich bin Thomas, 40 Jahre alt und bin leidenschaftlicher Schiedsrichter. Seit 3,5 Jahren bin ich nun an der Pfeife und damit also ein Spätzünder. Die höchste Klasse, in der ich pfeife, ist die zweite Kreisklasse. Gehe aber auch bis hin zur Kreisliga mit als Assistent an der Linie. Eine Stunde vor Anpfiff am Spielort an. Dann begrüße ich zunächst die beiden Trainer, den Heimtrainer und den Gästetrainer. Ansonsten werden dann gleich auch so ein paar Absprachen getroffen, zum Beispiel Trikotfarben werden geklärt und wann ich einlaufen möchte, Passkontrolle etc. Jetzt ziehe ich mich schon mal um und mache eine kurze Platzbegehung, schaue mir die Tore an, schaue mir die Spielfeldmarkierungen an, die hier auf dem Platz recht ordentlich ausgeführt sind. Ja, die Vorbereitung beginnt normalerweise schon viel früher zu Hause mit dem Packen der Tasche. Und Informationen sammeln über die beiden Mannschaften, die ich dann während des Spiels begleiten werde. Da geht es um Tabellenstand, Fairness-Tabelle. Ja, vielleicht kenne ich die Mannschaften, hier kenne ich beide Teams schon recht gut. Ich gehe immer ins Spiel mit dem Motto, erwarte immer das Unerwartete. Ja, warum bin ich Schiedsrichter geworden? Das ist auch über Umwegen geschehen. Man hat mich gefragt, ob ich Trainer werden würde oder Schiedsrichter. Und dann habe ich mir die Seite des Schiedsrichters mal angeguckt und habe mich dann entschieden, an einem Anwärterlehrgang teilzunehmen. Und den habe ich dann auch mit 0 Fehlern die Prüfung bestanden und dann bin ich Schiedsrichter geworden und habe jetzt auch in der letzten Saison über 50 Spiele gepfiffen. In dieser Saison bin ich schon beim 20. Spiel heute und wir haben noch nicht mal den September rum. Ja, was mir Spaß macht, ist einfach der Fußball. Ich bin Fußball besessen. Bei mir gibt es 25 Stunden am Tag nur Fußball im Kopf. Und gucke auch am Fernsehen, aber am liebsten draußen in der Natur, direkt auf dem Fußballplatz. Da fühle ich mich zu Hause. Ja, wir haben einen großen Schiedsrichtermangel bei uns. Das geht nicht nur bei uns im Kreis so, sondern im gesamten Deutschland. Und das ist auch so. Deswegen habe ich auch die 52 Spiele oder über 50 Spiele letzte Saison gepfiffen. Dann wären es wahrscheinlich 10, 12 Stück weniger, wenn wir mehr Schiedsrichter hätten. Was Vereine dagegen tun können, ist eines, und zwar bei den eigenen Mannschaften erstmal Verständnis für den Schiedsrichter aufrufen. Dass der Schiedsrichter genauso viele Fehler machen kann wie ein Spieler. Meistens macht er noch weniger, wenn man bedenkt, dass ein Spieler, wenn er eine 80-prozentige Quassquote hat und davon 20 Pässe gespielt hat, hat er einige Fehlpässe gespielt. Der Verein muss sich mehr um die eigenen Schiedsrichter kümmern. Nicht nur darum, dass die Spieler gut ausgestattet sind, sondern auch die Schiedsrichter vernünftige Trikots kriegen, vernünftige Ausrüstung mitbekommen, Karten, Spielnotizkarten, Pfeifen etc. Das ist schon die Basis und auch eine schöne Schiedsrichterkabine.
im eigenen Vereinsheim sollte hingestellt werden. Damit tut man auch schon viel für die Schiedsrichterei. Manche Orte, da wohnen drei Jugendliche zwischen 12 und 16, die dafür in Frage kommen, Schiedsrichter zu werden oder einen neuen Anwärterlehrgang zu besuchen. Aber in den Bereichen nicht immer vermeiden, dass dort ein Mangel herrscht. Aber im städtischen Raum kann der Anteil der Schiedsrichter schon höher sein. Aber da sind die Vereine auch verantwortlich, wie auch die Gesellschaft, die dafür verantwortlich ist, dass wir einen Schiedsrichtermangel haben. Denn es gibt immer weniger Akzeptanz für die Autorität auf dem Platz oder gegenüber Autoritätspersonen im Allgemeinen. Welcher Schiri-Typ bin ich? Ich bin eher der kommunikative Typ. Ich bin eher jemand, der mit den Spielern redet, bevor er eine gelbe Karte zieht. Ich möchte eigentlich am liebsten gar keine gelben Karten mitnehmen auf dem Platz oder roten Karten. Und versuche mit den Spielern auf Augenhöhe zu sprechen, freundlich zu begrüßen, respektvoll einen Umgang zu pflegen. Denn ich möchte das gerne auch zurückbekommen. Denn wenn ich nur Moin und Tschüss sage, hinterlässt das keinen guten Eindruck. Ich unterhalte mich mit den Spielern, mit den Vereinsverantwortlichen, frag, wie es denen geht. Denn wir haben alle ein Ziel, nämlich ein vernünftiges Fußballspiel zu sehen. Ein faires Spiel. Und ich kann mit meiner Art, wie ich mich auf dem Platz bewege, auch zu mehr Fair Play sorgen. Ich habe auch mal einen schlechten Tag, übersehe vielleicht mal die ein oder andere Situation. Aber ich muss dazu stehen, wenn ich Fehler mache. Ich treffe ungefähr 200 Entscheidungen in einem Spiel, sei es ein Einwurf an der Mittellinie oder ein Strafstoß. Und nach dem Spiel sollte eigentlich alles vergessen sein, aber in meinem Fall habe ich, glaube ich, noch keine großen Diskussionen erlebt, wo es wirklich ausartete. Natürlich hat man mal Spiele mit zwei Platzverweisen oder mit vielen gelben Karten, das kommt vor. Aber Gewalt auf dem Platz habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Aber ich kann viel dazu beitragen mit meiner Art, wie ich mit den Spielern und den Vereinsverantwortlichen umgehe, wie das Spiel verläuft. Ja, wie kann man Schiri werden? Das ist ganz einfach. Man geht zu seinem eigenen Verein und geht zu seinem Fußballobmann oder zum Vereinsvorsitzenden etc. und sagt, ich möchte, oder zum Schiedsrichterobmann und sagt, ich möchte Schiedsrichter werden. Und dann besucht man einen Anwärterlehrgang. Der dauert, glaube ich, 3 bis 4 Tage. Ist auch ein Online-Seminar mit verbunden. Und dann kann man Schiedsrichter werden. Ja, wir Schiedsrichter machen alle Fehler. Ich auch. Bestimmt wird eine oder zwei oder drei Entscheidungen von den 200 oder 150 Entscheidungen, die ich treffen muss während der nächsten 90 Minuten, die nicht besonders glücklich aussehen. Aber ich versuche immer, diese Entscheidungen zu vertreten und auch zu verdeutlichen, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich rechtfertige mich normalerweise nicht auf dem Platz. Ich sage dann immer ganz grundsätzlich, ich habe diese Entscheidung getroffen und ich stehe jetzt dazu. Und da hat bitte jetzt jeder davor, also die Entscheidung zu akzeptieren oder hinzunehmen und das Spiel fortzusetzen. So, und dann ist es meistens auch dann gut gewesen und dann spielen die auch weiter.